jetzt nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, einer von uns Geschwistern muss den Hof übernehmen. Das ist absolut nicht so. Ich habe mich selber dazu entschieden, weil es einfach mein Traumberuf ist. Kisleck im Allgäu. Ein moderner Ort mit vielen Möglichkeiten, die eigenen Träume zu leben. Florian Weiland ist Milchbauer. Landwirt ist ja doch relativ oft in der Kritik mit Methanausstoß oder Gülleausbringung. Aber hier in der Region und um Kisleck habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt als Landwirt schlecht angesehen bin. Es gibt bestimmt andere Regionen, wo ich da jetzt eher nicht mehr ganz so beliebt wäre. Hier in Kisleck ist das ein bisschen anders. So, und ist Hunger, alle? Florian serviert eine extra Portion Heu für die Verdauung. Hier draußen, wenn das Wetter noch passt und alles genug Futter hat und so, ist es natürlich für die Rinder das Schönste, da draußen rumzuspringen. Und für mich auch. Lebensqualität im Allgäu. Ich meine, es gibt auch nicht viel Schöneres, als auf dem Hof aufzuwachsen. Und man kann tun und lassen, was man will. Man hat viel Platz zum Spielen. Und zum Lernen. Der Naturkindergarten ist da. 11 Kinder sind da. Ihr seid hier auf dem Bauernhof. Und ich darf euch heute den Hof zeigen. Wer die Landwirtschaft kennt, sieht sie auch anders, findet Florian. Hier sieht man rein in den Stall. Wie fühlt sich die Zunge an? Schön weich. Ein bisschen rauisch, oder? Ja, ein bisschen rauisch. Weil die können die reißen dort mit aus Gras auf der Weide, reißen sie auch mit der Zunge ab. Die beißen das nicht ab, sondern reißen das ab. Hä? Ja? Florian möchte, dass die Kinder möglichst früh wissen, woher Milch und Fleisch kommen. Dass es einen Kreislauf von Natur und Nahrung gibt. Und die Kuhmolke, die ist jetzt nicht ganz so schnell in der Melkbarkeit. Da kommt es jetzt ein bisschen. Und danach, wenn sie fertig ist, hängt er das wieder einzeln ab und dann lasst er sie raus. Ich stecke jetzt mal meinen Daumen da rein und schalte die an. Genau, das ist. Da sind halt so Wasserdüsen drin, die das abspülen und danach saugt das Wasser wieder ab. Das ist das Putzke. Wer mag, kann auch mal. Es darf jeder einfach der Reihe nach. Wie ein Staubsauger. Du musst deinen Daumen ausstrecken, oder? Jetzt hängt er wieder alle an. So wird der Bauernhof zum Abenteuerspielplatz für die Kinder von Kisleck. Kühe gehören zur Landschaft im Allgäu und auch zu Florians Alltag. Seit einiger Zeit wohnt er mittendrin in Kisleck und ist auf dem Hof der Eltern angestellt. Das schafft Freiräume für ihn. Der junge Landwirt lebt und arbeitet ganz anders als die Generationen vor ihm. Die Landwirtschaft verändert sich immer schneller. Aber Florian wird den Hof auf seine Art weiterführen. Wenn ich wirklich 365 Tage im Jahr arbeiten müsste, wüsste ich jetzt natürlich auch nicht, ob ich das mache. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man in der Landwirtschaft Millionen verdient. Das muss für ihn auch gar nicht sein. Florian will trotz der vielen Arbeit Feierabend und Urlaub machen, Freizeit haben. Es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, einer von uns Geschwistern muss den Hof übernehmen. Das ist absolut nicht so. Ich habe mich selber dazu entschieden, weil es einfach mein Traumberuf ist. Es ist einfach das, was ich machen will. Und daher habe ich mich dazu entschieden, den Hof zu übernehmen. Und ihn nicht zu vergrößern. Am Ende vom Tag kann es auch mal sein, dass man ein bisschen einen Stallgeschmack an sich hat. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man das immer mit sich rumträgt. Also einmal duschen und dann fällt man nicht mehr auf. Florian fühlt sich wohl hier in Kisleck. Arbeiten und das Leben genießen. Mitten in der Natur.